Wenn man ein McDonald's-Restaurant betritt und einen frisch ausgegrabenen Big Mac aus Bronze in einer Box mit einer Bronzefigur sieht, fühlt man sich dann wie auf einer Reise in die Vergangenheit? Hallo zusammen, ich bin Wan Ying. Kürzlich haben das Sanxingdui-Museum, das die einzigartige Kultur von Sanxingdui präsentiert und McDonald's, eine der bekanntesten Fastfood-Marken der Welt, eine Reihe von branchenübergreifenden Werbemaßnahmen gestartet, indem sie geschickt Essen und Kultur miteinander kombiniert haben. Nicht nur durch die Einführung neuer Produkte, sondern auch durch Werbespots mit den symbolischen Bronzefiguren der Sanxingdui-Kultur sowie Papiertüten und Schachteln mit Sanxingdui-Motiven hat McDonald's eine Verbindung zur alten Shou-Zivilisation hergestellt. Fans wurden außerdem ermutigt, sich zu äußern und ihre Freude zu teilen. Mehr als 2000 McDonald's-Restaurants in China veranstalteten immersive, branchenübergreifende Events, bei denen die Gäste die neuen Produkte in der geheimnisvollen Atmosphäre der alten Shou-Kultur probieren konnten. In den letzten Jahren hat sich das Sanxingdui-Museum bemüht, die Geschichte der Kulturschätze in der Sprache der Jugend zu erzählen. So hat es beispielsweise mit dem Abenteuerspiel Genshin Impact Videos veröffentlicht, um das Wissen über Kulturdenkmäler zu verbreiten. Spieler auf der ganzen Welt können den Spuren der Charaktere folgen und durch das virtuelle Wunderland reisen. So können sie den heiligen Bronzebaum, die stehende Bronzestatue, das bronzene Sonnenrad und andere klassische Artefakte von Sanxingdui näher kennenlernen, die Geschichten und das Wissen dahinter erfahren und weitere interessante Erkenntnisse erlangen. Das Sanxingdui-Museum hat auch Überraschungsboxen der chinesischen Spielzeugmarke Popmart auf den Markt gebracht, die mit ihren niedlichen Spielzeugen die geheimnisvolle antike Zivilisation abbilden. Man muss anerkennen, dass solch ein Co-Branding nicht nur schöne Produkte hervorgebracht hat, sondern auch Freude und Wert schuf. Indem es der antiken Zivilisation Wertschätzung verlieh und den Marken einen kulturellen Wert gab. Es brachte zudem für Museen, Marken und Verbraucher viele angenehme Überraschungen mit sich. Natürlich ist das Sanxingdui-Museum nicht das einzige Museum, das innovative, branchenübergreifende Integrationsversuche unternommen hat. Im vergangenen Jahr hat die Zusammenarbeit zwischen dem Van Gogh-Museum in den Niederlanden und Pokémon viele begeisterte Fans angezogen. Das Museum hat Pokémon-Versionen von 6 klassischen Gemälden Van Goghs, darunter Selbstbildnis mit Pelzmütze und Sonnenblumen, sowie Pokémon-Produkte im Van Gogh-Stil herausgebracht. Die Fans hatten auch die Möglichkeit, limitierte Karten zu gewinnen, indem sie die Aufgaben von Pokémon-Abenteuer in der Ausstellung lösten. Diese Karten wurden auf dem Secondhand-Markt für bis zu 500 US-Dollar verkauft. Wir sehen, dass Co-Branding neue Möglichkeiten für die innovative Entwicklung von Museen eröffnet hat, ob traditionell und modern oder virtuell und real. Das Zusammentreffen sehr gegensätzlicher Motive kann zu unerwarteten Effekten führen. Kennen Sie andere interessante Co-Branding-Produkte in Zusammenarbeit mit Museen? Teilen Sie sie mehr in den Kommentaren mit.